Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty Black Ops 2 mit mir, Alabach 1993, auf der Map Hydro, der Indus-Pakistan, Team Deathmatch und AGR und Geschützpunkte sehen, werden automatisch gesteuert. Sie können aber auch die Kontrolle übernehmen, das meint Treyarch, ja, als Tipp uns geben, mitgeben zu müssen. Und wir sparten alles drauf und dran. Und ich denke mal, komm, ja, Runde M27, Vollmantel, Geschoss, Justierer, Schaft, Magazinerweiterung. Hydro ist eigentlich mit einer meiner Lieblingsmaps geworden aus den. Komm, stirb. Aus den Map-Packages. Aber ich weiß halt nicht. Ich habe ja Season Pass donated bekommen. Ich weiß halt. Oh, scheiße. Ich weiß halt nicht, aus welchem Map-Pack jetzt das. Ja, die Map ist. Aber hey, egal, passt schon. Genau, der Julian Zock, der hat mir eine recht schöne lange. Ein recht schönes, langes Kommentar geschrieben. Ey. Mein zweiter Assi schon. Oh oh. Mein Gott, ich will auch mal jetzt einen Kill. Naja, geht doch. So, ja. Genau, der Julian hat, Julian Zock, so heißt er auf YouTube, hat mir ein langes Kommentar geschrieben. Oder lang, ja doch, ist ja ein Kommentar so gesehen. Und ja, war mal sehr entspannt, mal so etwas Längeres zu lesen. Auf jeden Fall mit Star Wars Battlefront 2, das weiß ich nicht, ob ich da überhaupt rankomme. Das muss ich mir selber erst anschauen. Wie gesagt, ich kenne mich. Ich habe die Star Wars Battlefront Spiele auch noch nie gespielt. Und 3 ist so gesehen mein. Ja, war so gesehen mein. Scheiße. Mein erstes Spiel von der Serie. Daher muss ich das mal schauen. Und ja, mit dem Stream unter anderem. Ja. Ich streame eigentlich fast täglich, wenn ich Bock drauf habe. Und ja, dann werde ich auf jeden Fall mal. Ja, müsst ihr jetzt mal sagen, eine Zeit. Freitagabend? Oder. Ja, doch, Freitagabend. Oder Samstagabend? Oder beide? Schauen wir mal. Auf jeden Fall wäre es geil, wenn ihr mir eine Zeit schreiben würdet, wann ihr ganz gerne einen Stream hättet. Freitag oder Samstag, wie auch immer. Ja, dass da halt auch recht viele von euch da sind und da halt auch die Zeit dann mitbringen. Gezockt wird halt was, wo drauf. Oh. Oh, scheiße. Na, das war fail. Halt viel, worauf ich Lust habe, aber aktuell läuft ja, wie gesagt, Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, das neueste Tomb Raider, ich glaube 2013. Kam da draus. Warhammer 40k Space Marine. Also Third-Person-Shooter von der Warhammer-Reihe. Und Sniper Elite V2. Ja. Könnt ihr da ganz gerne mit reinschauen. Wie gesagt, da müsst ihr euch nur nochmal auf eine Zeit einigen, wann ich da am besten starten soll. Und dann haut es, denke ich mal, auch hin. Ah, super. Ich war so golden. Unglaublich. Dann hätten wir das auch schon mal. Und mit YouTube geht's ja mehr oder weniger. Also. Für mich eigentlich sehr gut bergauf wieder. Was da so meine Ziele sind, und zwar habe ich da mir so erstmal, weg da, erstmal so als Ziel okay, da sind die ganzen Leute, als Ziel gesetzt, dass ich 1000 Abos kriege. Dass ich da 1000 Abos, scheiße, 1000 Abos erreiche, ist so meine Grenze. Und dann so 30 bis 50 Aufrufe, weg da, auf meine Videos. Ich denke mal, das ist bei 1000 Leuten definitiv nicht zu hoch gegriffen, die Aufrufezahl. Und ist auch recht gediegen, finde ich. Ja. Das ist so jetzt mein. Das ist so mein Ziel, 1000 Abos und so 30 bis 50 Aufrufe täglich. Gut, plus, minus ein paar. Ist natürlich immer projektabhängig, beziehungsweise spielabhängig, besser gesagt. Beispielsweise Let's Play mäßig, gut, da kann ich das verstehen. Mirror's Edge beispielsweise wird besser oder mehr geschaut als ein Crash Nitro Kart, was ich davor gemacht habe. Das ist natürlich sehr, sehr verständlich. Das kann ich auch volle Sau nachvollziehen, auch was. Zack. Auch beispielsweise, was denn. Ja, na, mit. Ende von Mirror's Edge werde ich Spyro 3 hochladen. Year of the Dragon, ich weiß, ist auch nicht jetzt jedermanns Sache, aber das gehört auch zu meinem Kanal. Diese Spielerei würde ich euch auch noch mehr gerne mit zeigen. Ja,
So dass das dann. So dass Spyro 3 dann parallel läuft. Erstmal alleine. Eine Woche und dann kommt ja Black Ops 3 mit zu. So dass ihr dann 3 Videos pro Woche, pro Tag habt. Und ich denke mal, das passt auch so. Wie die Zeiten dann werden, weiß ich nicht. Ich denke mal 14:30, 15:30 und 16:30 und das. Okay, ich habe beide geholt. Wobei denn das Commentary dann wahrscheinlich um 16:30 oder so kommen wird. Denke ich mal. Oder, ja, denk mal, das ist eine vertretbare Zeit. Ich würde ganz gerne meinen Dingens rausholen. Ja, scheiße. Da war ich zu gierig. Ja gut, dafür habe ich jetzt die Konsequenzen getragen. Aber hey, passt schon. Der ist... Ich wollte gerade sagen, mein Geschütz könnte auch ruhig mal was machen. Ja, das sind halt so die Sachen, da könnt ihr euch mal ein bisschen zu... Fick dich. Zu äußern. Zack. Und mir da mal ein bisschen was geben. Streammäßig natürlich könnt ihr da auch Spiele sagen, die ich spielen soll. Kein Thema. Immer wieder gerne gesehen, sowas. Fick dich. Ja. Also von daher, wie gesagt, da könnt ihr auch mit mir direkt kommunizieren. Das ist auf Hitbox. Alles drum und dran. Da könnt ihr halt ja, frei sein. Und da halt mit mir auch mal zocken, wenn wir Black Ops oder sowas spielen. Ja, wie gesagt, da könnt ihr eure Meinung reinschreiben. Also, wann ich streamen soll, Freitag und Samstag. Also, welche Uhrzeit ich da anfangen soll. Gut, Samstagsabends oder Freitagabends, klar, logisch. Aber halt ungefähre Uhrzeit. Und ja, wie gesagt, ihr könnt das Video ganz gerne teilen auf der ganzen Welt, dass ich noch ein bisschen mehr, also noch größer werde. Weil, ihr wisst ja, umso größer, umso attraktiver wird man für Publisher und sowas. Und dann kann ich auch mal beispielsweise, wenn ich jetzt 1000 Abos oder 2500 oder wie auch immer hätte und ich sag mal 100 Videoaufrufe oder 150 oder sei es auch nur 50, aber dann könnte ich Activision beispielsweise anschreiben oder EA, Ubisoft beispielsweise wegen Black Ops 3 Key, Battlefront 3 Key oder Rainbow Six Siege Key. Ja, dann würde ich wahrscheinlich einen Key bekommen, weil ich dann ja die Reichweite habe. Aber so ist halt, ups, ist halt noch nicht so... ja, ist noch nicht so interessant. Aber ich bin auf einem guten Weg dahin. Es macht auch Bombenspaß, vor allem mit solchen Leuten wie euch, die ab und an mal einen Kommentar schreiben. Gut, kommentarvoll, kenne ich selber. Aber ab, wenn es wichtig wird, seid ihr da zur Unterstützung. Und ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Danke, Julian, auch an dich. Hat das Kommentar auf jeden Fall sehr geholfen. Und ihr könnt, wie gesagt, eure Freunde allen auf der Welt das sagen, dass ich auch auf YouTube bin. Und das mittlerweile schon seit 5 Jahren. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.